So, heute zeige ich Ihnen von der Firma Lawrence den HDS 5M Kartenplotter, der auch über Radar oder Fischfinder erweitert werden kann. Und 5 steht in diesem Fall für ein 5 Zoll Display. Das Gerät hat eine interne GPS-Antenne, 16-Kanal-Antenne, kann aber auch mit einer externen Antenne betrieben werden. Einmal haben wir hier den Quick Start Guide, dann ist hier eine Einbauschablone. Verschiedene Installationshandbücher, hier ein ausführliches Handbuch in Englisch. Dann haben wir hier einmal den Lappen zum Abwischen des Displays. Dann werden wir einmal das Gerät rausnehmen. Das ist einmal das Gerät mit einer Sonnenschutzabdeckung. Wenn wir das öffnen, dann sehen wir hier das Display. Hier eine schöne VIP-Taste, Zoom in, auch solche Tasten. Hier 5 Zoll quadratisches Display. Eine Besonderheit, das Kartenfach wird hier mit einem Magneten gehalten. Durch diese Gummilippe wird das abgedichtet. Karten können verwendet werden. Einmal von Lawrence die Nautic Pass Seekarten. Von Navionics die Gold und auch die Platinum Seekarten. Seitlich sehen wir dann hier die Aufbauhalterung für den Bügel und hinten entsprechend die Anschlüsse. NMEA 2000 als Datenanschluss, dort wird auch die GPS-Antenne dann angeschlossen. Ethernet-Anschluss für bildgebende Sachen, wie zum Beispiel das Radar. Und Power Data ist hier dieser Stecker. So nah ist hier außen vorgelassen. Es gibt auch die 5er-Version von diesem Gerät. Da wäre dann das Echolot als Platine mit eingebaut, in diesem Fall bei dem 5 MAP oder M. Halt nicht. So, weiterhin im Lieferumfang enthalten ist natürlich die Schraubenaufbaubügel mit Langlöchern und die seitlichen Schrauben zur Befestigung des Displays, keine Sicherung oder Stromdatenkabel, den Stecker und offenen Enden, sodass es direkt an 12 Volt angeschlossen werden kann.